guten Tag und herzlich willkommen hier zu unserem Mediengespräch vor dem letzten Bundesligaspiel dieser Saison am Samstag bei der TSG Hoffenheim. Heute an etwas ungewohnter Stelle im Raum Libuda. Ihr habt es und Sie haben es sicherlich alle gesehen. Die Veltins Arena ist ein Multifunktionsstadion. Die großen Konzerte der nächsten Wochen, Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer, Coldplay, werfen schon mal ihre Schatten voraus. Deswegen haben wir den Raum hier gewechselt. Eigentlich ist auch ein sehr schöner Raum. Erinnert an unsere große Clublegende Stanley Buda. Und nach der Vorrede und natürlich nach dem Hinweis, dass wie immer unser Cheftrainer André Breitenreiter und unser Sportvorstand Horst Held hier oben, oder hier, gar nicht mehr so oben, für Sie als Gesprächspartner zur Verfügung stehen, eröffne ich die Fragerunde. Bitte schön, Thomas Mörs möchte anfangen. Herr Breitenreiter, bei einem Sieg, das ist leicht auszurechnen, ist auf jeden Fall Platz 6 sicher. Wie gehen Sie das Spiel an? Und vielleicht noch die Folgefrage, wenn es erlaubt ist, wie fällt Ihr Saisonfazit aus ohne diesen letzten Spieltag? Ja, zum einen habe ich gerade erfahren, dass Schalke 04 noch nie in Hoffenheim gewonnen hat. Das wollen wir verändern, klar. Ich glaube, in den letzten 5 Jahren, seitdem auch Horst hier ist, ne, hat Schalke auch nie in Hannover gewonnen. Das haben wir geschafft, ja, und das nehmen wir uns auch für Hoffenheim vor. Klar, wir haben nochmal konzentriert gearbeitet die Woche. Ist natürlich immer schwierig in der letzten Woche, wenn auch der Urlaub kurz bevorsteht, aber letztendlich geht es um viel und da wollen wir ja die nötigen Punkte holen, um uns auch die direkte Qualifikation zu sichern. Fürs Saisonfazit, ja, ist es eigentlich zu früh, weil man das nach dem letzten Spiel macht, aber insofern kann ich sagen, dass ja schon mehr drin war. Auf jeden Fall, aber in erster Linie darüber begründet, dass Mannschaften geschwächelt haben. Das haben wir nicht ausgenutzt. Und des Weiteren kann ich sagen, dass wir die internen Ziele, die wir uns zu Saisonbeginn gesteckt haben, weitgehend erfüllt haben. Wir sind international vertreten. Ja, wir haben die Fans in großen Teilen auch wieder zurückgewonnen, einen anderen Fußball gehabt. Ich denke, die letzten Wochen waren deutlich anders als zum Beispiel auch in der letzten Saison. Wir haben in Sachen Spielidee Sachen gut nach vorne getrieben und trotzdem war auch nicht alles gut. Klar, ne, wir haben zu wenig Tore geschossen, wir waren dann in vielen Phasen nicht stabil genug. Auch bedingt dadurch, dass wir eben Langzeitverletzte hatten, die wir nicht kompensieren konnten in der Form. Und von daher gilt es jetzt im letzten Spiel nochmal alles auf den Platz zu bringen, um die bestmögliche Tabellenplatzierung zu erreichen. Wir wollen die nächste Frage, Raphael Wiesweg. Herr Breitenreiter, die Frage nach dem Personal. Leon Goretzka ist gelb gesperrt. Sascha Ritter schien wieder fit zu sein nach seiner Zerrung. Was können Sie über das Personal sagen, wer fit ist und wer nicht für das Spiel in Hoffenheim? Ja, soweit sind alle fit. Leon haben wir auch für die Regeneration jetzt ein paar Tage aus dem Mannschaftstraining genommen, denn ihm steht ja auch im Sommer noch Großes bevor. Vielleicht die EM, wenn dann aber sehr wahrscheinlich die Olympiateilnahme. So dass wir alle wissen, dass er auch ein Spieler ist, der insbesondere in der letzten Saison von unheimlichem Verletzungspech geplagt war, in diesem Jahr einen super Schritt nach vorne getan hatte, sich wieder an die A-Nationalmannschaft herangekämpft hat und jetzt in den letzten Wochen leider auch die ein oder andere Blessur wieder davongetragen hat. Und es ist natürlich sehr wichtig, dass man diesen Spieler auch dann nicht verheizt und dann nicht Verletzungen riskiert, die vielleicht in Zukunft eintreten könnten, weil er zu wenig Pause hat und deswegen haben wir ihn aus dem Training genommen. Ja, und ansonsten waren heute soweit alle im Training, die auch letzte Woche im Training waren. Und ja, dann haben wir für morgen die Auswahl, wen wir dann auch mitnehmen. Nachfrage, Raphael Wiesweg. Ja, letzte Woche hatten Sie gesagt, dass Nastasic und Höger derzeit keine Option seien für den Kader. Sieht es da dieses Mal anders aus? Gut, jetzt fällt auch ein Sechser auf der Position. Ich habe ja letzte Woche gesagt, dass Marco Schritte nach vorne macht und dass er noch nicht bei 100% sein kann. Ist völlig klar, weil er auch noch kein Spiel absolviert hat und lange verletzt war. Aber sicherlich ist die Chance größer, jetzt in Kader zu rutschen, weil eben auf dieser Position dort ein Spieler nicht zur Verfügung steht. Und deswegen ist er eine Option. Bei Matthias ist natürlich ein ganz herber Verlust gewesen über die ganze Saison, weil er genau diese Mentalität, diese Eigenmotivation mitbringt, weil das ist das Entscheidende, Eigenmotivation eines jeden Spielers, um erfolgreich zu sein und immer besser zu werden. Er bringt das komplett mit, er ist ein absoluter Profi und hat aber leider auch in den letzten Wochen, wo er auch schon teilweise am Mannschaftstraining teilgenommen hat, immer noch Probleme gehabt. Jetzt hat er heute wieder mittrainiert, das hat auch gut ausgesehen und ja, doch wissen wir nicht, wie die Reaktion für morgen ist, was den Fuß angeht und das werden wir sicherlich morgen nach dem Abschlusstraining entscheiden.
Elmar Redemann. Es hieß immer, Sie haben sich bisher einmal mit Christian Heidel getroffen. Gab es mittlerweile ein weiteres Gespräch oder ist das jetzt schon anberaumt, weil mittlerweile klar ist, wann er hier quasi aufschlägt? Herr Schützenkönig, erstmal herzlichen Glückwunsch und Gratulation zu Ihrem großartigen Titel. Natürlich auch am Rande mitgekriegt. Ja, es ist ja wirklich toll, ne? Also es ist ein super Hobby und eine tolle Freizeit. Ich habe auch ein paar Freunde im Freundeskreis, die im Schützenverein sind. Und den Titel zu gewinnen, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Was haben Sie gefragt? Ach so. Ach ja, da war ja was. Nein, wir haben uns getroffen, wir haben uns ausgetauscht. Wir sind auch im Austausch gewesen, auch in den letzten Tagen. Da ist alles gut und jetzt konzentrieren wir uns auf das letzte Spiel und dann wissen wir auch alle mehr. Uwe Dietz. Eine Frage an Herrn Held. Ich meine, Sie hatten jetzt lange Zeit, sich darauf vorzubereiten, aber irgendwann ist dann der Tag da. Der Tag nämlich Ihres letzten Spiels dann in Diensten des FC Schalke. Welche Gefühle beschleichen Sie jetzt, wenn Sie daran denken, dass es dann tatsächlich am Sonntagabend bzw. am Samstagabend eigentlich ja schon endgültig vorbei ist hier mit Schalke für Sie? Ja, das große Bomborium war ja eigentlich in der beim letzten Heimspiel in der Woche, da ich mich von einem Angestellten verabschiedet habe. Das war ein wirklich tolles Fest, hat sehr viel Spaß gemacht. Da war viel Wehmut bei nach 6 Jahren. Und ja, jetzt gibt es noch diese Aufgabe, zu möglichst gut zu beenden, halt in Hoffenheim zu punkten, hoffentlich auch zu gewinnen. Und ich habe immer gesagt, dass ich meine Aufgabe hier verstehe, im Sinne des Vereins zu agieren. Das hat oberste Priorität. Und es macht natürlich auch absoluten Sinn, jetzt einen schnellstmöglichen Übergang zu machen. Das war in einem weiteren Gespräch, initiiert von Clemens Tönnies, mit Christian Heidel und mir, wo wir dann diesen Übergang dann halt auch besprochen haben. Und ich trete von meinem Vorstandsaufgaben am Samstagabend 24 Uhr zurück, habe dann also keine Verantwortung mehr. Und Christian Heidel übernimmt ab Sonntag die Geschäfte und auch die Verantwortung. Das ist in der Aufsichtsratssitzung vor dem Heimspiel gegen Augsburg dann auch dementsprechend verabschiedet worden. Das ist für alle Beteiligten und insbesondere für Schalke 04 die beste Lösung. Und ich bin ein Stück weit auch stolz darüber, dass ich das dann so auch hinbekommen habe, wie ich es mir fest vorgenommen habe, dann halt auch aufrecht rauszugehen. Und es ist jetzt auch wichtig und richtig, dass Christian Heidel sofort die Verantwortung hat. Und ich glaube, wie es auch im letzten Heimspiel gewesen ist, wird es auch vielleicht gar nichts anderes sein. Ich werde auf der Tribüne sitzen und intensiv das Spiel begleiten und mich freuen, wenn wir Tore machen und gewinnen. Danach werde ich noch das letzte Mal in die Runde gehen. Und die Wehmut, die glaube ich, die kommt erst einfach viel später, wenn es wieder losgeht hier, ja, wenn die Vorbereitung beginnt und du dann auf einmal nicht mehr ins Auto Richtung Gelsenkirchen fährst. Das ist dann eigentlich eher noch so ein Moment. Jetzt kriegt man das alles ganz gut weg. Ich bin auch froh, wenn die Saison rum ist, dann sage ich Ihnen ehrlich, das war eine intensive Saison. Gehe dann auch erstmal in den Urlaub. Und Wehmut ist mit Sicherheit auch am Samstag nicht da, aber der Zeitpunkt wird noch kommen. Der große Schlamann ist es. Herr Held, es war ja viel zu lesen unter der Woche auch um ein mögliches Engagement beim HSV und so weiter. Gibt es irgendwas Neues bei Ihnen in Sachen Zukunft? Ich fahre in Urlaub. Ich fahre erstmal in Urlaub und eigentlich gibt es zu all den Themen nichts zu sagen. Wenn ich vielleicht mal eins sagen darf, dass es klar, wie bei Spielern, bei Trainern, auch bei Managern so ist, wenn es irgendwo Veränderungen gibt, dann wird man immer genannt. Oder jetzt eine neue Situation für mich, dann wird man halt auch immer in Verbindung gebracht, wie es zum Beispiel halt auch in Frankfurt gewesen ist, wo ich allerdings nie ein Treffen mit den Verantwortlichen von Eintracht hatte. Am Ende kam es dann sogar noch rüber, als wenn ich eine Absage bekommen hätte. Wie soll man eine Absage bekommen, wenn man gar kein Treffen hat?
Also das ist dann schon ein bisschen lustig. Klar nimmt man das dann auch gerne mit, wenn dann spekuliert wird. Daran muss ich mich auch erstmal gewöhnen. Aber es kann natürlich nicht so sein, dass es in so einer Form dann beschrieben wird, als wenn ich irgendwelche Absagen bekomme. Es hat weder mit dem HSV noch mit Eintracht Frankfurt Gespräche gegeben. Und alles andere werden wir sehen. Ich habe jetzt erstmal entschieden, dass ich in Urlaub gehe. Und dann werde ich gucken, was es vielleicht Interessantes gibt, vielleicht aber auch nicht. Und vielleicht schaue ich die Bundesliga da mal mehr am Fernseher an, als wie im Stadion. Ist auch interessant. Dann fange ich auch mal an zu lästern. Uwe Dietz? Ich hoffe mal, Sie brauchen das letzte Spiel am Samstag nicht unbedingt, um Ihre persönliche Bilanz Ihrer Zeit hier auf Schalke mal vielleicht zu ziehen. Wie bewerten Sie Ihre Arbeit hier persönlich? Also wissen Sie, das ist immer echt wirklich schwierig. Ja, vergisst man wahrscheinlich die Hälfte. 6 Jahre ist eine lange Zeit. Und sowohl das Gute als auch das Schlechte vergisst man selber. Ich habe in den letzten Tagen auch einiges darüber gelesen. Das ist Ihr Job, das halt ein Stück weit zu bewerten und auch zu beurteilen. Ich mag da gar nicht viel drüber reden und ich mag auch nicht so eine Endlosschleife wiederholen, was wir in der Zeit alles erreicht haben. Ich stehe zu allen meinen Entscheidungen, die ich getroffen habe, ja, und habe auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Ich habe sehr gut zusammengearbeitet mit den Leuten auf der Geschäftsstelle, mit meinem Vorstand. Ich habe sehr intensiv und gut mit Clemens Zünnes zusammengearbeitet. Wir haben ein sehr enges Verhältnis gehabt. Er hat immer loyal an meiner Seite gestanden in all den Jahren. Wir haben schwierige Zeiten miteinander erlebt. Es ist auch definitiv so, dass ich diese Zeit nicht missen will. Auch die Zusammenarbeit, die ich von Anfang an wusste, wie die funktioniert und wie die zu funktionieren hat, das war frei gewählt. Und von daher kann ich einfach nur sagen, wir haben sehr, sehr eng und sehr, sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet in all den Jahren. Und wenn ich das vielleicht nochmal betonen darf, weil mir das wichtig ist, ich habe nach dem Spiel gegen Augsburg gesagt, der Verein braucht Ruhe. Manche Leute haben das so interpretiert, manche Leute haben das anders interpretiert. Mir geht es gar nicht darum, und das war überhaupt nicht mein Ansinnen, in irgendeiner Form das auf Clemens Zünnes zu projizieren. Im Gegenteil, mir ging es eigentlich darum, zu sagen, dass es einfach wichtig ist, insgesamt, dass der Verein, dazu stehe ich nach wie vor, Ruhe braucht, damit man gut arbeiten kann. Und nach wie vor stehe ich dazu, dass jeder seinen Anteil daran haben kann. Halt, ja. Ob das Spieler sind, ob das Trainer sind, ob das der Manager ist, ob das die Leute auf der Geschäftsstelle sind, ob das der Vorstand ist, ob das auch der Aufsichtsrat, jeder Einzelne kann dazu was beitragen, weil der Verein hat eine unheimliche Kraft, wie ich sie noch nie erlebt habe. Und es wäre einfach zu wünschen, dass man sich auf seine Stärken besinnt, nicht permanent übereinander redet, sondern miteinander redet. Ja, und ich kann nur sagen, das wäre einfach dem Verein zu gönnen, dass dieser Prozess einfach mal in Gang kommt. Und meine Zeit hier war eine sehr, sehr schöne Zeit. Es war eine Ehre für mich, hier zu arbeiten. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Eigentlich wollte ich mich auch noch bei Ihnen allen bedanken für die Zusammenarbeit. Die habe ich auch als sehr nett empfunden. Ja, eigentlich kann ich mich auch nicht beschweren und beklagen. Im Gegenteil, das waren immer konstruktive Gespräche. Manchmal waren wir anderer Meinung halt, aber trotz alledem habe ich mich sehr gut behandelt gefühlt. Ich weiß nicht, ob das man als Manager einfach so sagen darf, aber ich sage es jetzt einfach mal so. Es war eine tolle Zeit. Es gab mal Streitereien, das gehört auch dazu. Das ist in dem Geschäft so und wir sind auch nicht immer einer Meinung gewesen. Und trotz alledem habe ich das so erlebt, dass sie den Verein intensiv begleiten, dass sie sich Sorgen machen, dass sie sich auch freuen. Und es soll auch so weiterbleiben, dass sie ihre eigene Meinung haben. Das ist auch wichtig. Aber ich habe die Zeit genossen und freue mich, weil es dann vielleicht irgendwann demnächst eine neue Aufgabe gibt. Ich nehme viel mit aus dieser Zeit. Ich weiß, was ich besser machen muss bei meinem nächsten Job. Dafür habe ich ja viel gelernt oder anders machen muss. Das war dafür auch eine sehr, sehr gute Zeit. Wenn ich noch eine Maßgabe bis zum Sonntag führen könnte, dann sollten wir alle Foren schließen dieser Welt. Ja, weil da gibt es wirklich Vollidioten vom Allerfeinsten.
ja, die tatsächlich von nichts eine Ahnung haben, aber sich erlauben, über Menschen zu reden, was wirklich unterste Schublade ist. Dass das Spiegelbild der Gesellschaft ist, in der wir uns gerade befinden, dann kann ich nur sagen, gute Nacht, alle zusammen, weil das nimmt Formen an, die nicht mehr akzeptabel sind. Nicht nur, dass sie nichts ahnen sind, dass sie keine Ahnung haben von dem, was sie da schreiben, sondern dass sie sich herausnehmen, über Menschen zu urteilen, was unter aller Sau ist. Ja, und wenn sich das nicht ändert, dann brauchen wir uns über das große Ganze gar nicht mehr unterhalten. Kann ich das noch machen? Ich kann noch alles schließen, oder? Wir haben ja gar nichts mehr, was wir noch schließen können. Peter Müller? Jetzt haben Sie uns natürlich ein bisschen angefüttert. Sie haben gerade gesagt, ich wüsste, was ich anders machen würde. Können Sie verraten, was das ist? Ich würde, ja, kann ich, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das so sagen. Ja, es gibt ein paar Sachen. Es geht gar nicht darum, einzelne Entscheidungen. Ich stehe zu allen meinen Entscheidungen und ich habe gute Transfers gemacht, ich habe schlechte Transfers gemacht, die sich im Nachhinein dann als schlecht herauskristallisiert haben. Aber ich stehe zu allen diesen Entscheidungen, weil es immer, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht groß ausholen, aber im Augenblick der Entscheidung oder wenn man es entscheiden muss, dann kriegt man halt das Ergebnis erst im Nachhinein. Deswegen stehe ich zu all diesen Sachen. Was ich ändern würde in Zukunft ist, dass ich egoistischer bin. Ja, viel mehr egoistischer, als ich es vielleicht in den 6 Jahren hier gewesen bin. Und eigentlich diese Position des Sportdirektors oder des Vorstandssports mehr verteidigen würde. Da gab es genügend Momente, wo ich zu sehr im Team gedacht habe. Das ist eine meiner persönlichen Analysen. Da hätte ich besser für mich agieren müssen, definitiv in vieler Hinsicht. Das ist überhaupt gar kein Vorwurf an gar keinen. Ja. Das habe ich mir selber zuzuschreiben. Es ist wichtig, im Team zu arbeiten und ein Teamplayer zu sein, aber man verlangt natürlich auch Führung und Führungsqualitäten. Dazu gehört es unter anderem auch dazu, vielleicht auch dann mal im absoluten Sinne des sportlichen Betrachtung zu agieren und nicht immer nur im Sinne aller zu agieren. Das ist das, was ich auf jeden Fall mitnehme. Ja, aber das ist nochmal kein Vorwurf an irgendjemanden, sondern ein Vorwurf, den ich mir selber mache in vielerlei Hinsicht. Raphael Wiesweg? Herr Breitenreiter, ich habe noch 2 sportliche Fragen. Zum einen, sicherlich war unter anderem auch der Ausfall von Rita und der schwächeren Leistung von Kaysara in Hannover geschuldet, dass vielleicht Benedikt Höwedes eine Option zum Rechtsverteidiger wurde gegen Augsburg. Planen Sie so wieder in Hoffenheim oder anders? Und die zweite Frage wäre, was hat sich unter Nagelsmann geändert von der Spielweise? Zum einen lag es nicht an den Ausfällen, was die Aufstellung gegen Augsburg anging, sondern Bene war genau für diese Position vorgesehen, denn Augsburg hatte in seiner Spielphilosophie, in seiner Eröffnung des Spiels im Grunde nur ein einziges Stilmittel und das sind lange Bälle, insbesondere lange Diagonalverlagerungen auf Kajubi, der dort kopfballstark ist. Die Mannschaft spielt dort auf zweite Bälle und drückt die Daumen, um hinter die Abwehr zu kommen. Und entsprechend haben wir dagegen gearbeitet mit Bene Höwedes als kopfballstarken Spieler und das ist komplett aufgegangen. Da ist überhaupt gar keine Situation entstanden. Wir waren sehr kompakt für die zweiten Bälle und deswegen war die Maßnahme zu 100% aufgegangen. Wir haben ihn nachher runtergenommen, um einfach die Räume, die sich uns geboten haben, von denen wir auch wussten, offensiv, gerade über die Flügelposition des Außenverteidigers, mussten wir den Druck erhöhen, haben mit Junior jemanden gebracht, der dort einfach natürlich deutlich offensivstärker ist. Auch das ist zu 100% aufgegangen, er hat das Tor vorbereitet. Leider haben wir uns in den letzten 5 Minuten draußen die Seele aus dem Leib geschrien, weil wir genau das, was ich an Motivation sage, Eigenmotivation immer weiterzumachen, mit aller Macht auch den Anspruch zu haben, das Spiel zu gewinnen, wieder nicht umgesetzt haben. Wir sind einfach wieder weniger gelaufen und da haben wir geschrien, alle gemeinsam auf der Bank auf einzelne Spieler, dass sie einfach laufen sollen, dass sie alles dafür geben sollen und das haben wir nicht getan. Das ist eben kein Zufall gewesen, sondern das ist eben ein Produkt oder eine Sache gewesen, die sich wie ein roter Faden durch die Saison gezogen hat und das gilt es einfach für die Zukunft zu verändern. Kann man nach?
Ja, Hoffenheim, man hat ja, irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft komplett aufgeblüht ist, weil sich die Spielweise komplett verändert hat. Vorher stand man sehr kompakt und hat auch Fehler des Gegners gelauert, um schnell umzuschalten. Jetzt presst die Mannschaft offensiv, sie agiert variabel im Spiel gegen den Ball. Das hat dazu geführt, dass sie nicht so leicht auszurechnen sind. Auch wir bereiten uns, haben uns vorbereitet für das Spiel auf 5-3-2 oder 4-2-3-1 mit beiden Systemen, die sie variabel im Wechsel spielen. Das haben wir heute im Training explizit geübt. Die Mannschaft weiß, auf beide Systeme zu reagieren. Und dennoch wollen wir natürlich selbst agieren. Die Mannschaft hat Selbstvertrauen getankt. Sie hat die, ja, für nicht mehr wahrscheinlichen Klassenhalt frühzeitig gefeiert. Und deswegen gilt da wirklich großes Lob für die Arbeit der letzten Wochen, Monate. Oliver Müller. Herr Breitenreiter, Sie hatten vorhin gesagt, am Samstag nach dem Spiel sinngemäß sind wir alle schlauer. Heißt das, dass Sie damit rechnen, dass am Samstag nach dem Spiel, nach dem Ende der Saison, eine Klarstellung, was Ihre Zukunft hier auf Schalke im Verein angeht, erfolgen wird? Oder wie muss man das verstehen? Ja, schlauer sind wir erstmal dann, weil dann die Saison beendet ist und wir auch wissen, auf welcher Tabellenposition wir eingefahren sind. Das ist ja völlig klar. Wenn wir gewinnen und alles möglich ist, dann sind wir sogar Fünfter. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass das absolut am oberen Limit ist von dem, was wir an Qualität im Kader haben. Platz 5 bis 7 ist für mich absolut realistisch gewesen, wenn man auch die Verletzten-Miserie dort mit dazu nimmt. Es wäre mehr möglich gewesen, keine Frage, aber das hatte eher damit zu tun, dass die anderen geschwächelt haben. Und alles Weitere werden wir am Samstag danach sehen. Ich wünsche mir ehrlichen, offenen Umgang, wie ich es eigentlich auch immer praktiziert habe, und kein Rumgeeier, aber da bin ich mir sicher, dass das auch relativ schnell entsprechend mit einer Aussage belegt wird. Philipp Seldorf und dann Uwe Dietz. Herr Breitenreiter, sind Sie im Gespräch mit dem Bundestrainer oder hat sich der Bundestrainer bei Ihnen gemeldet wegen eventueller Kandidaten für die Nationalmannschaft? Aktuell nicht, aber letztendlich gab es natürlich auch Kontakt hin und wieder. Der Bundestrainer weiß dort Bescheid, wie meine Einschätzung ist. Er verfolgt die Spiele mit seinem Trainerstab und mit seinen Scouts natürlich sehr intensiv. Und wenn das letzte Spiel vorbei ist, dann werde auch ich in Urlaub gehen, zunächst einmal, und mir dann am Fernseher meine Jungs angucken, die vor einem Jahr weit davon entfernt waren, Nationalspieler zu sein, und ja, diesen Sommer wahrscheinlich sogar mit zur Europameisterschaft fahren. Der ein oder andere hat dort sehr gute Chancen, dabei zu sein, und das würde mich sehr freuen, bei der fehlenden Weiterentwicklung, die ja hier oft von außen reingetragen wird, zu sehen, dass es ja doch in gewissen Bereichen auch etwas anders gelaufen ist, wenn man es so sehen will. Uwe Dietz. Herr Breitenreiter, wir gehen mal davon aus, dass die meisten Spieler am Samstag dann in alle Weltgeschichte zerstreut werden wird. Wie ist das bei Ihnen persönlich? Machen Sie auch Urlaub oder müssen Sie hierbleiben? Wenn am Sonntag dann ein neuer Manager da ist, wird es ja einiges zu besprechen geben. Wie geht das bei Ihnen weiter jetzt in den nächsten Tagen? Ja, erstmal trainieren wir morgen, dann fahren wir nach Hoffenheim und gestalten das Spiel hoffentlich siegreich, damit wir dann auch einen guten Abschluss finden, ne, mit dem Sieg sich zu verabschieden in Hoffenheim, wo noch nie gewonnen wurde. Ja, und dann habe ich für die nächsten Woche jetzt erstmal noch nichts geplant. Die habe ich mir auch bewusst freigehalten, um natürlich die Saison zu analysieren, zu sehen, wie es weitergeht. Und auch dann werde ich in Urlaub gehen, denn auch für mich war dieses Jahr sehr intensiv. Ich kann auch sagen, dass ich sicherlich nicht alles richtig gemacht habe, überhaupt keine Frage. Ich habe aber immer mein Bestes gegeben und versucht, der Mannschaft in vielen Punkten zu helfen. Denn ich glaube, das ist das Allerwichtigste eines Trainers, nicht durch permanente Motivationsreden zu glänzen, weil die verpuffen ganz schnell und die führen auch zu nichts, sondern Spielern Hilfestellung zu geben, damit sie besser werden, damit sie verstehen, dass die wirkliche Motivation von einem von innen herauskommt. Und da haben wir vier junge Spieler, die diese Hilfestellung brauchen. Und ich finde, dass trotz dieser permanenten Unruhe in dieser Saison und von Chaos möchte ich nicht sprechen, aber die Situation war natürlich für alle Beteiligten nicht leicht, dass es mir auch insbesondere und auch Horst immer wieder gelungen ist, den Druck von der Mannschaft zu nehmen, denn sie haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten immer versucht, das Beste zu geben. Das war dann oft nicht ausreichend, weil auch ein Stück weit innere Motivation fehlt. Und das gilt es eben einfach im nächsten Schritt, unabhängig von mir oder ob ich Trainer bin oder ob der nächste Trainer kommt,
einfach klar zu analysieren und zu sagen, okay, wir brauchen dann auch eine Mannschaft in der Zusammenstellung, die diesen Biss und diese absolute Eigenmotivation, Verhaltensbereitschaft mitbringt. Ja. Ich finde es ja auch immer sehr interessant, wenn dann auch tatsächlich analysiert wird, ja, der Kader muss rund erneuert werden und man wird sich von ganz vielen Spielern trennen, aber im gleichen Umkehrschluss sagt, die Mannschaft hat die Qualität für die Champions League. Also das widerspricht sich ja, wenn man ehrlich ist, natürlich komplett. Entweder die Mannschaft hat die Qualität und dann braucht man nicht rund erneuern, ja, oder sie hat sie eben nicht. Und deswegen bin ich trotzdem total überzeugt von den Jungs. Viele brauchen noch Hilfestellung. Es ist eben nun mal eine Frage auch der Entwicklung. Und da gibt es nun mal Höhen und Tiefen, was auch Spiele angeht. Ja, die Fehler werden klar analysiert. Da haben wir viele Fehler gemacht im Spiel. Ich habe Fehler gemacht, vielleicht auch im Umgang teilweise mit der medialen Welt, weil ich schon auch gedacht habe, dass man die Chance bekommt, tatsächlich auch in Ruhe etwas zu entwickeln. Da werde ich für mich auch, oder habe ich für mich meine Schlüsse schon draus gezogen, auch egoistischer zu sein, viel mehr einzufordern, um dann einfach auch ja, nachhaltig erfolgreich arbeiten zu können. Für mich war das auch ein super Jahr, bis jetzt erstmal. Und was dann kommt, werden wir am Sonntag bzw. nächste Woche sehen. Vielleicht noch ganz kurz zum Verständnis. Also man muss davon ausgehen, dass Christian Heidel am Samstagabend ja auch dementsprechend verabschiedet wird und dann am Sonntag im Delirium ist noch. Also von daher gehen Sie nicht davon aus, dass der am Sonntag hier auch tatsächlich ist. Er übernimmt die Geschäfte in vollem Umfang am Sonntag und von daher braucht keine Kamera am Sonntagmorgen hier zu erscheinen. Also wir sind auch im Delirium, oder? Wahrscheinlich. Jörg Strohschein? Ich bin es gerade noch nicht, aber vielleicht mal eine Frage an beide. So also ein bisschen, das mit der Eigenmotivation ist ja schon bemerkenswert. Weil Profi wird man ja eigentlich, weil man so eine hohe Eigenmotivation, weil man so talentiert ist, aber auch so eine hohe Eigenmotivation eigentlich hat. Sie waren ja beide Profis. Haben Sie sowas schon mal erlebt? Oder ist das ein Phänomen hier, dass die Eigenmotivation fehlt? Also ich kann Ihnen dazu Folgendes sagen, also ich bin ja auch noch nicht so lange raus aus der Fußballlehrerausbildung, habe mich auch danach intensiv belesen, habe auch mit einigen Menschen gesprochen, die in diesen Bereichen tätig sind. Es gibt ja zwei unterschiedliche Motivationsarten, sagen wir mal die extrinsische, das heißt, da geht es in erster Linie um Gewinnmaximierung, es geht darum, auf Zwang erfolgreich zu sein, vielleicht auch Ziele auszugeben, die vielleicht nicht im Rahmen dessen sind, wie es realistisch ist. Und da macht man viel kaputt. Und ich glaube einfach, dass wenn man das in dieser Art und Weise immer wieder auch erfordert, dann führt das nicht zum Erfolg auf Dauer. Entscheidend ist, dazu gehören eben auch Motivationsreden oder das permanente Pushen. Das ist ein Stilmittel, um natürlich kurzfristig nochmal auch einen Reiz zu setzen, völlig klar. Wenn man das jede Woche tun würde, dann würde sich jeder Trainer nach 6 Wochen abnutzen. Dafür habe ich selbst lang genug gespielt, ist ja völlig klar. Es gibt ja nichts Schlimmeres als einen Trainer, der dann jede Woche das Gleiche erzählt und kommt nochmal und jetzt heute wollen wir Gras fressen, das ist ja Käse. Das nimmt ja heute keinen Spieler mehr ernst. Das habe ich auch schon zu meiner Zeit nicht mehr für voll genommen. Und dann gibt es die andere Art und das ist die intrinsische Motivation. Ja, und das ist eine Motivation, die von innen herauskommt. Selbstverständlich wird man auch nur Profi, wenn man die auch ein Stück weit mitbringt. Und ich möchte das auch unseren Jungs ja auch gar nicht absprechen. Aber um im letzten Detail richtig erfolgreich zu sein, und man betreibt ja Ursachenforschung. Warum ist es uns so oft passiert? Ja, Leverkusen, ne, das Spiel, das muss klar gewonnen werden. Aber wir machen weniger in der zweiten Halbzeit. Das hat was mit dem eigenen Anspruch, mit der Eigenmotivation zu tun, weiterzumachen. Und das ist nicht nur statistisch zu belegen, sondern auch an Bildern. Das ist definitiv so gewesen. Die Jungs in der Kabine charakterisieren sich genauso selbst. Ja, also es ist ja nicht so, dass sie es nicht auch sehen, aber sie können es dann einfach nicht umsetzen. Und das hat dann schon was damit zu tun. Will ich das mit aller Macht? Will ich mehr? Und verteidige ich diese Führung bis aufs Letzte? Und in Augsburg war es das Gleiche. Wir haben bis zur 85. Minute, ich glaube, 1,5 Chancen zugelassen. Wir wussten gar nicht, wo unser Tor steht. Ja, und in den letzten 7 Minuten waren sie so oft vorne wie in den 85 Minuten zuvor nicht. Weil wir schuld waren, weil wir auf dem Platz nicht mehr gelaufen sind, weil wir auf einmal nicht mehr kompakt waren,
weil wir nicht die Meter zurückgemacht haben, weil wir nicht rausgeschoben sind. Und das hat dann schon noch ein Stück weit damit zu tun. Und wenn ich diese Motivation habe, und deswegen sind auch bei Bayern München nicht nur vielleicht die größten Talente und die qualitativ besten Spieler, aber was ist Qualität? Sportliche Qualität, aber gepaart mit Mentalität. Darum geht es doch im Allgemeinen. Wenn ich das noch mitbringe, dann reden wir eben von Platz 3 und Platz 4. Unsere Spieler haben eine Top-Qualität, eine vermeintliche Qualität. Die haben sie auch in Hamburg, die haben sie auch in Stuttgart. Das sind auch Mannschaften von hoher Qualität. Ja, und trotzdem stehen sie unten. Ja, und das ist das, was uns leider auch unter anderem dann gefehlt hat. Und das charakterisieren oder bewerten die Spieler selbst auch sehr, sehr kritisch. Gerade insbesondere nach dem letzten Spiel gegen Augsburg nochmal. Und ja, das gilt es eben dann auch in Zukunft zu verändern. Ja, das war so ausführlich gut beschrieben, dass man da eigentlich wenig hinzufügen muss. Aber vielleicht noch, um das auch ein Bild zu geben, dass es halt bei Darmstadt zum Beispiel genauso funktioniert hat, wie André es jetzt gerade beschrieben hat. Halt, ja, da kann man ja nur den Hut vorziehen, was der Verein, die Spieler, das Trainerteam da geleistet hat. Das ist mehr als bemerkenswert. Und bei aller, habe ich das ja schon gesagt, leider habe ich es nicht so, deswegen betone ich das jetzt nochmal, weil ich es leider nicht so viel gelesen habe, weil es wirklich bemerkenswert ist. Ja, es ist man kann dem FC Bayern nur zur Meisterschaft gratulieren. Tolle Leistung, sensationell. Aber das, was die Darmstädter geschafft haben, ist umso vieles schwieriger halt. Ja. Und deswegen allerhöchsten Respekt vor deren Leistung. Und da hat dieses Bild der Eigenmotivation total gegriffen. Es ist ja nicht so, dass bei allem Respekt wiederum, dass Darmstadt in der Liga geblieben ist, weil sie die bessere Mannschaft, die bessere Spieler haben, als wie jetzt andere, die schon abgestiegen sind oder vielleicht noch absteigen halt, ja. Sondern da hat genau das gegriffen, was es braucht, um am Ende halt auch ja, so ein Ziel zu erreichen. Ja, und man merkt das auch bei Mannschaften und bei einzelnen Spielern im Verlauf einer Saison, wie weit es ausgeprägt ist und wo es vielleicht noch nicht so ausgeprägt ist. Ja. Jörg Strohschein nochmal. Ich würde ja gerne noch eine Nachfrage stellen. Haben Sie denn Hoffnung, dass diese Eigenmotivation sich bei dem einen oder anderen noch einstellt? Oder ist das eine Sache, die man letztlich gar nicht beeinflussen kann und möglicherweise man einen Austausch vornehmen muss? Na, das ist eine Entwicklung. Und ich glaube, das ist auch kein das, da muss man schon höllisch aufpassen, was man sagt, dass das auch definitiv kein Bild jetzt hier projiziert ist auf Schalke-Spieler oder auf Schalke 04, ja, weil wir das finden wir tatsächlich bei vielen Mannschaften, bei vielen Spielern, die herausragende Qualitäten haben, halt, aber in dem einen oder anderen Punkt sich noch weiterentwickeln müssen. Ja, und Talent alleine reicht heute nicht mehr. Ja. Das sind alle Spieler, die in der Bundesliga spielen, das sind alles ehrgeizige Menschen, weil die von Kindes, von klein auf halt ein Ziel verfolgt haben, viel dafür getan haben, Bundesliga-Profi zu werden. Das wird man nicht mehr gerade, weil man ein nettes Lächeln hat, sondern weil man viel dafür getan hat. Das muss man jedem unterschreiben, das ist so. Aber die nächsten Steps, die nächsten Schritte, von einem Klassenspieler zu einem sehr guten Spieler, von einem sehr guten Spieler zu einem Weltklasse-Spieler zu werden, haben viele Spieler das Zeug dazu. Dazu gehört es aber halt, ich bin jetzt kein Freund von, ich sage es jetzt öffentlich, kein unbedingter Freund von Cristiano Ronaldo. Die Art und Weise gefällt mir nicht. Ja? Ist so. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Aber das, was dieser Mensch, dieser Spieler da leistet, das ist unfassbar. Ja? Wie der an sich arbeitet, wie er seinen Körper trainiert, von vielen Erzählungen. Sie wissen, dass wir uns auch mal mit Sammy Khedira beschäftigt haben. Halt, er hat davon erzählt, Toni Kroos erzählt in aller Regelmäßigkeit davon, halt, wie professionell dieser Mensch arbeitet. Und deswegen ist er der Beste, einer von zwei besten Spielern, die es auf der Welt gibt, ja, weil er nicht nur Talent hat, sondern weil er unheimlich viel dafür tut und weil er weiß, was er zu tun hat, ja, und auch nicht locker lässt. Und viele Spieler bewegen sich oder können sich auf den Weg dahin begeben, aber das ist ein langer, intensiver Weg und das ist nicht einfach, ja, nicht schwierig. Ich habe es auch nie geschafft, ja. Ich glaube, ich hatte auch mehr Talent als das, was ich zustande gebracht habe. Aber ich bin da im Reinen mit mir. Ja? Ist auch nicht mehr zurückzuholen. Das ist so. Ja? Aber es ist bei vielen noch möglich und auch bei vielen Spielern von uns noch möglich. Es ist ein Entwicklungsprozess. Ja? Und manchmal driftet man halt auch so ein bisschen ab und vernachlässigt das. Dann ist man vielleicht noch ein Stück weit mal zufrieden. Aber in den Spielern ist das auch alles drin und das kann man auch erwecken. Ja, das muss aber von selbst kommen, das muss man erkennen. Das ist ein Prozess. Ich
Und dann geht es einfach nur darum, Hilfestellung zu geben. Ja, weil letztendlich entscheidet das jeder Spieler für sich selbst, was er nachher am Ende des Tages aus seinem Potenzial, aus seinem Talent herausholt. Gibt es weitere? Doch, ich sehe da noch. Jan Wochner. Herr Held, der VfB Stuttgart oder dem VfB Stuttgart droht der Abstieg in die zweite Liga. Wie verfolgen Sie dort die Entwicklung des Vereins mit Ihrem Ex-Verein? Und gibt es vielleicht aufbauende oder tröstende Worte, die Sie in Richtung Stuttgart senden wollen? Naja, wahrscheinlich bin ich auch noch dafür verantwortlich. Ja, also das ist mal das Erste. Mal habe ich manchmal das Gefühl, nach 6 Jahren dafür haben die Verantwortlichen auch lange hingearbeitet, dass man selbst 6 Jahre danach immer noch in eine Verantwortung hineingezogen wird, für die man nicht verantwortlich ist. Aber das mal am Rande. Natürlich wünsche ich der Region, dem Verein, den vor allen Dingen treuen Fans, die den Verein seit zig Jahren begleiten, dass es Wunder noch geschieht und sie halt in der Liga bleiben. Das wäre sehr, sehr schade, wenn ein Traditionsverein wie der VfB Stuttgart absteigen würde. Das hat diese Stadt, diese Fans mit nicht ansatzweise verdient. Ja, und es ist wirklich, wirklich schade, was da passiert ist. Und das verfolge ich natürlich gerade intensiv, weil das eigentlich ein Unding ist, was da passiert ist und auch nicht nachvollziehbar ist, was da passiert ist. Ja, wäre sehr, sehr schade, wenn der VfB absteigen würde. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass sie drin bleiben. Ich gönne es aber gar keinem abzusteigen. Also von daher ist das auch nicht schön. Das ist also, ja, die Tabelle sagt immer die Wahrheit aus am Ende des 34. Spieltags halt. Ja, und genauso wenig hat es eigentlich, hätte Hannover nicht absteigen müssen. Und alle, die da unten kämpfen, haben auch das Zeug zu mehr. Warum, steht mir überhaupt nicht zu, ansatzweise das zu bewerten und schon gar nicht zu begleiten. Das ist die Krux des Wettbewerbs, ja, dass am Ende der Saison eine 18. ist und immer derselbe Erster ist. Ja, das ist blöd, aber es ist so und wäre schade. Wäre aber auch genau so für die Vereine, die jetzt auch noch da kämpfen, wäre es genauso schade. Ja, also das ist sehr, sehr bitter, wenn man absteigt. Uwe Dietz. Ich würde gerne nochmal zu dem zurückkommen, was Sie vorhin erzählt haben über die Ruhe, die Sie dem Verein wünschen, wo Sie dann ja auch beschrieben haben, dass das eben hier immer sehr, sehr unruhig war. Übrigens nicht erst seit 6 Jahren, das geht ja schon ein bisschen länger, dass hier Unruhe ist. Aber wenn Sie das wünschen dem Verein, haben Sie auch vielleicht so zum Schluss ja einen Tipp, einen Hinweis, worauf es denn da ankäme, was denn tatsächlich das wäre, wo man da ansetzen müsste? Die Foren schließen wird wahrscheinlich nicht helfen erstmal, oder? Das wäre schon mal ein erster kleiner großer Schritt. Ja. Ich glaube auch, dass das nicht repräsentativ ist, aber und in den 6 Jahren habe ich manchmal geschafft, das oder sehr, sehr oft nicht zu lesen, wenn ich keinen guten Tag gehabt habe, gesagt, jetzt gebe ich es nochmal richtig und dann habe ich da mal reingeschaut. Das ist halt einfach erschreckend. Ja, das ist eigentlich schon viel zu viel über die Leute, die sich erlauben, sowas zu sagen oder zu schreiben. Es ist wirklich nicht nur hier, sondern überall und auch in anderen Sachen. Es ist wirklich, man muss sich eigentlich schämen. Ja, aber so ist es. Ich weiß aus diesen 6 Jahren halt, ja, dass dieser Verein so eine Kraft hat, ja, die unbeschreiblich ist und die eigentlich Berge versetzen kann. Ja. Und ich weiß durch 6 Jahre, dass die Leute, die in Verantwortung stehen, ob das der Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Sönnes ist, ob das dann ein Trainer ist wie André Breitenreiter, ob ich das war in den 6 Jahren, ob das meine Vorstandskollegen sind, die wissen schon, was sie machen. Und sie wissen, sie stehen in der Verantwortung und sie wollen bestmöglich im Sinne von Schalke 04 ihren Job machen, ja? Weil das der Trieb ist, das auch dementsprechend umzusetzen. Und man macht auch Fehler. Ja? Das, was manchmal halt einfach stattfindet, ist halt einfach, dass das alles so aufgeregt ist. Ja? Ich weiß, dass wir im letzten Jahr schlechten Fußball gespielt haben. Ich weiß es. Ja, ich war ja dabei. Ja, wir sind aber Sechster geworden. Und das davor 3-mal haben wir in der Champions League gespielt. Bei anderen Vereinen wirst du dafür gefeiert und da wird der Bus bestellt, damit du dann da durch die Straßen fährst. Ja, hier
bricht alles auseinander und zusammen. Und das muss sich halt ändern. Und der Glaube an die eigene Stärke, an die eigene Qualität, die dieser Verein hat, die geht halt verloren, weil man sich halt nur mit sich selber beschäftigt. Ja? Weil man permanent pessimistisch ist. Ja? Das Glas ist immer halb leer und nie halb voll. Ja? Das ist ein großes Problem, warum auch immer. Und ich habe es auch nicht geschafft, in den 6 Jahren ein anderes Bewusstsein zu schaffen. Das ärgert mich mit am meisten in dieser Zeit. Weil man einfach spürt und erlebt, dass das so großartig sein kann. Ja, und es geht nicht darum, Fehler zu machen, weil jeder Mensch macht Fehler. Und auch in der Verantwortung macht man Fehler. Es geht darüber, wie man miteinander umgeht. Ja, wie man sich miteinander austauscht. Ich finde es richtig und es ist ein großes Gut von Schalke 04, dass man intensiv miteinander diskutiert. Das ist so viel wert. Ja, dadurch bekommt man viele Meinungen, ja, von vielen Menschen, die Sorgen und Nöte haben, die auch das Beste für Schalke wollen. Ja, das ist doch klar. Und deswegen muss man sich das anhören, da muss man auch miteinander diskutieren. Aber ich habe am Anfang meiner Zeit, und da stehe ich nach wie vor, dass man eigentlich hier so redet darüber, dass man eine große Familie ist. Ja, eine große Familie hält zusammen in schwierigen Zeiten, auch wenn man verschiedener Meinung ist, hält man einfach zusammen. Und das ist ein dickes Blut. Ja? Und das sagt man aber hier untereinander, dass man eine Familie ist und dass man zusammensteht. Da gibt es Lieder drüber, die man zusammen singt. Aber viele Menschen vergessen das, wenn es dann drauf ankommt, dass es so ist. Ja? Und ich kann Ihnen nur sagen, egal, ob das Leute wie Clemens Sönnes sind aus dem Aufsichtsrat, der gesamte Aufsichtsrat, jeder möchte einen guten Job machen. Jeder Trainer, André Breitner, möchte einen perfekten Job machen. Die Spieler auch. Ja? Und alle sind aber auch nicht gefreit davon, Fehler zu machen. Halt, ja? Und trotzdem habe ich es in den 6 Jahren vermisst und das wäre einfach den zu wünschen, weil dann eine innere Kraft sich entwickeln kann, die einzigartig ist. Und dann ist dieser Verein nicht aufzuhalten. Der ist nicht aufzuhalten, wenn man endlich mal begreift, nicht übereinander zu reden, sondern miteinander zu reden und den Leuten das Vertrauen schenkt in den Positionen, in denen man halt auch ist. Das wäre halt einfach allen zu gönnen. Das wäre diesem Verein, diesen Fans, diesen wirklich wahnsinnig tollen, wunderschönen Stadion und diesen intensiven Begleitung, das wäre halt allen einfach zu wünschen. Und da wünsche ich Christian Heidel wirklich viel Glück, dass er das hinbekommt. Ja? Wenn er das schafft, dann wird der Verein den nächsten Step erreichen. Ich bin überzeugt, dass er das auch dementsprechend in Angriff nehmen wird und würde mich für ihn und würde für mich vor allen Dingen auch für den Verein sehr darüber freuen, wenn das gelingen würde. Tja, ich glaube, ein besseres Schlusswort für das letzte Mediengespräch vor dem letzten Bundesligaspiel kann es eigentlich nicht geben. Ich sehe auch kein Handzeichen mehr. Dann bedanke ich mich für Ihr Kommen. Und die wir nicht in Hoffenheim sehen, wünschen wir eine schöne Sommerpause. Und alles Gute, bis bald. Tschüss.